Was denn da? Was machst du? Das war keine richtige Tortenrolle, wa? Nee, ich habe keine richtige, kein Nudelholz, aber mit diesem, das ist ja eigentlich für diese Fondant-Decken, für die Torte geht das genauso, das ist ja auch eine Rolle. Wer isst die Plätzchen dann? Immer der, wo fragt, ne? Ja. Luis, willst du auch ein Plätzchen abhaben? Gestrichen. Nee. Kriegen nur liebe Menschen kriegen Plätzchen. Scheiße, das kriege ich doch keine. Ich glaube, jetzt kannst du Soll ich kommen dir zum einen Zollstock holen? Ausstechen, Louis. Soll ich dir einen Zollstock holen? Wegen der Höhe? Nö. Nochmal, sicherheitshalber, kannst du nochmal. Nö, das geht. Komische Spielzeuge hast du. Ja. Individuell verwendbar. Ja, Ne? Multifunktions. Ne? Kann man für Fondant oder für Plätzchenteig. Genau, oder wenn Warum ich bist du da wieder. rot? Nein, wenn ich böse, wenn ich böse bin, kann ich eine über den Kopf kriegen damit. Macht Aua. Nein. Luis, komm jetzt die scheiß Plätzchen ausstechen, ey. Geh doch hier Nein, weg. ich muss hier filmen. Stehst im Bild. Komm mal. Probier mal, ob das überhaupt geht. Dann kannst du es gleich Oh, darüber transportieren. wow. Geht das oder bappt das? Das geht. Genau. Da machst du jetzt so viele, wie da halt rauskommen bei. Den Rand, den, Machen da wir machen mal wir dann zusammen. Einhornpüpse draus. Einhorn was? Einhornpüpse. Püpse. Pupse? Püpse! Ja. Aha. Guck, ich zeige dir, was ein Einhornpüpse Luis, wenn man das enger sticht, kriegt man mehr raus. Ja, genau so meine ich das. Ja, und so ein bisschen System. Das ist ja Ja, alles nee, ganz. Das ist sonst. alles durchgedacht. Na, wahrscheinlich nein. Weil sonst habe ich viel weniger Plätzchen. Die ich esse. Du bist der Kriegserkind. Na doch. Nee. Na doch. Nee. Was Doch. habe ich gesagt? Ich krieg eins. Ha. Nee. Na doch. Gina, der ärgert mich schon wieder. Das ist mir doch egal. Da kommt heute Abend nicht der Nikolaus, ne? Die wohl nicht lieb waren. Da Genau, kommt der mit seiner Rute. ich war ja lieb, ich habe ja hier eine neue Lampe angebaut heute. Guckt. Also, da muss man mal definitiv sagen, die sieht geil aus. Ne? Ja. Also ich habe so kurz vor knapp noch schnell eine gute Tat vollbracht, damit der Nikolaus auch zu mir kommt. Das ganze Jahr haben wir rumgeludert und rumgeschlingert irgendwo. Und jetzt so kurz vor knapp noch eine gute Aktion. Ja, dann drängt die Zeit, ne? Ja. Ja, ich werde hier ja durchgehend gefilmt. Du hast gar nicht gefilmt. Nein, Ich halte mein nein. Handy und lese hier irgendwas in irgendwas. Träum schön weiter. Sieh zu, dass du meine Plätzchen fertig kriegst, lieber. So, Gina, was machst du hier? Erklär mal für die Zuschauer, die das nicht wissen. Die Tabakwerbung hier weg. So. So. Ich mache hier Einhornpüpse. Das ist natürlich jetzt die Rohvariante, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das habe ich mir gestern so ausgedacht beim Einschlafen. Weil wenn man ein Plätzchen aussticht, dann sind ja immer so Reste übrig. Natürlich kann man die zusammenkneten und kann die nochmal ausrollen und nochmal ausstechen. Habe ich aber keinen Bock drauf. Deshalb gibt das Einhornpüpse. Ihr werdet vielleicht nachher das Ergebnis noch sehen, wenn denn diese nicht gleich direkt ist, wenn sie aus dem Backofen kommen. Eigentlich seht ihr die Ergebnisse dann nicht. So, jetzt werden meine Plätzchen in den Ofen geschoben. Dann öffnen wir mal. Oh, warm, warm, warm. Oh, Oh, ist das warm, war das warm, ja, wa? kuschelig.
So, warte, wir gucken noch mal rein. Da meine Plätzchen in den Backofen und yummy, yummy gibt es dann bald. Jetzt 6 Minuten. Machst du den Timer an, Luis? Hey Siri! Hast du gehört? Hey Siri! Der Timer auf 6 Minuten. Okay, der Timer wurde auf 6 Minuten gestellt. Perfekt. Gut, dann müssen wir warten. Siri kann nicht. Ja, 6 Minuten könnt ihr mir dann zugucken, wie ich Plätzchen nasche. Mhm. Und dann kommen noch die Einhornfürze in den Ofen. Achso, die kommen ja auch noch. Ja. Wo sind die Kubis? Da, da, die Kubis. Das jetzt. Ich probiere das jetzt. Meine Plätzchen Teil 4. 4? Ja, 3 Teile habe ich jetzt gerade am Hochlohn. Okay, also? Ja, kannst loslegen. Ich habe. Also fertig. Nee. So, da sind meine Plätzchen. Und jetzt? Was hast du vor? Das war nicht. Achso, willst du das machen? Ja. Gucke, ich zeige dir, wie ich das mache. Also, wie ich mir ungefähr gedacht habe. Tada! So, das hätte meine Idee sein können. Wir wollen ja gleich weitermachen, deshalb haben wir was vorbereitet. Wir haben leider nur ein Blech für diesen Ofen. 20 Verteile. Genau, hört mal ein bisschen mit, dass die nicht zu sehr warm werden. Es ist nur das eine drin. In der Anleitung sind 2, aber wir haben nur 1 geliefert bekommen. Oh, das muss ich noch, aber so spät gesehen. Das muss ich noch reklamieren. Ja, vielleicht kriegen wir irgendwann mal einen Ofen, der auch richtig funktioniert. Ja, vielleicht. So, das sollte nicht aneinander hängen. Sonst. Ja. So. Ab in den Ofen? Ja. Warte ich daran noch. Ich sehe dich schon durch die Gegend kullern. Sehr gut. Oh, oh, so. Das wäre jetzt fast schief gegangen. Jetzt brauchen wir Siri wieder. Wie viele Minuten? Wieder 6? Ja, machen wir wieder 6 Stück. Hey Siri. Hey Siri. Wie funktioniert denn deine Technik? Stelle einen Wecker auf 6 Minuten. Timer. Ich habe deinen Wecker für 14.41 Uhr eingeschaltet. Ich will auch. Ja, also egal, ob du Timer drückst du halt vor 6 Minuten einstellen oder Wecker drückst du halt auf 14 Uhr oder so machen. So, jetzt nutzen wir die gute Bio-Marmelade. Ich will keine Marmelade auf meine Plätzchen. Ja, wir machen Hälfte-Hälfte. Wir machen noch halb. Ich will keine Marmelade auf meine Plätzchen. Ja, du kriegst ja auch welche ohne. Oh Gott, ey. Oh, wah! Ich glaub, die piepst da schon wieder rum. So, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Und ich setze dann immer eins drauf. Genau. Ich mache jetzt hier so ein Klecks Marmelade drauf. Und du poppst eins oben drüber. Aber. Nee, das macht man doch nicht so. Vielleicht so, dass man die. So, genau. Doch, das macht. Wie möchtest du deine Plätzchen? Nur so, wie sie, nur so, wie sie sind. Okay. Sollst du haben. Ja. Will der kleine Dandy schon mal eins probieren? Nein. Okay. Guck mal, das klappt aneinander. Jetzt, so. Ich wollte die Kamera nur zurückdrehen bei der Umfrage, also auf dich, und bin auf den Knopf gekommen, weil die sind ganz dicht nebeneinander. Weil da haben ja andere auch Probleme, wie ich gesehen habe. Da muss man noch üben. Ja, so, und jetzt zeige ich euch, das ist meine zweite Plätzchen. Die ersten habe ich tatsächlich wirklich schon aufgegessen. Das sind dann Sterntale, ja, hier. Und das sind die, du kannst das erklären? Das sind die Einhornpüpse. Das habe ich mir selbst ausgedacht. Ja, und die sehen so einhornpupsig aus. Ja, das sind halt runde Kekse. Mit eckigen Sternen. Mit eckigen Sternchen, ne, genau. So, reicht das jetzt schon wieder zum Hochladen? 37, 38 Sekunden? Ja, reicht. Ich denke schon. Ja, war. Ja. Reicht. Ja.